Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Thunder Gaming und heute spielen wir mal wieder die EM in FIFA 24. Und heute ist das Finale. Das heißt, heute kommt auch die letzte Folge von der EM und ja. Neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann und wir dürfen mal sehen, wie es wird. Übertragen. Deutschland gegen Kroatien. Endspiel hier bei der EM 2024. Jetzt geht's. Jetzt erfahren wir, wer sich hier den Titel holen kann. Wer sich die Krone aufsetzt. Spannender geht's nicht. Ich bin die sicher, Krone aufsetzt. Hält, was es verspricht. So spielt die deutsche Mannschaft heute. Im Tor ist Manuel Neuer. Antonio Rüdiger spielt mit Jonathan Tah. Hallo, Foul. Ey, das ist ja auch gekauft, dieser Scheiß-Schiedsrichter. Ja, Junge, kriegt den Ball. So spielen die Kroaten heute. Mateo Kovacic steht mit Luka Modric im Zentrum und der einzige nominelle Stürmer ist zunächst André Kramaric. Schön. Jetzt kommt der Angriff hier über Joshua Kimmich. Ball kommt weit. Warum trifft er den Ball nicht? Die Rufe der Fans, die ahnen hier eine gute Chance. Ja, danke. So muss das aussehen. Und nicht anders. Das hätte der Torhüter besser lösen müssen. Kann er normalerweise auch. Das kennen wir besser von ihm. So ist die Lücke da. Und so fällt das Tor. Oh. Der wird. Wir sind gespannt, ob Kroatien jetzt schnell die passende Antwort findet. Sie liegen hinten. Weiter geht's. Kai Havertz. Und jetzt Müller. Den Ball holt er gut verteidigt. Ah, Mist. Das ist halt tatsächlich blöd. Perisic. Ballbesitz bei Kramaric. Gehalten. Ah. Foul. Freistoß. Und das ist eine gute Geschichte. Hä? Was für Freistoß denn jetzt auch immer? Egal. Schöne Parade, das war nicht so einfach. Der Freistoß war richtig gefährlich. Richtig gefährlich. Das Pressing ist ab. Havertz. Ja, Junge, er kommt natürlich an den Ball. Josip Stanisic. Brozovic. Das ist Kovacic. Ja, ist auch wieder ein Foul, ne? Der Ball prallt vom Pfosten wieder zurück. Aus diesem Angriff wird mal nichts. Junge, warum kriegen die denn immer den Ball da vorne? Modric. Gutes Technik. Ja, danke, dass du mir auch mal endlich faul gibst. Kai Havertz. Musiala mit dem Ball. Riesenchance. Ja. Hieß doch gleich zu dem Blauen, Alter. Gutes Take-Back. Hey. Oh, sorry. Das ist dir hingefallen? Oh, das tut mir aber sehr leid. Oh. Sie drängen auf den Ausgleich bei dieser Ecke. Ja, Müller, Junge, der kann ruhig Geld geben. Deutschland vertretbar? Ja, denke ich schon. Einsatz zu hart. Ecke kommt ins Zentrum. Da ist der Ball erstmal raus. Mhm. Kovacic. Parade Neuer. Immer noch gefährlich. Aber Ballgewinn hätte gefährlich werden können.
schauen nur auf den Ball und nicht darauf. Ach so, abseits. Ja. Okay, weiter geht's. Kurz vor der Pause liegt die deutsche Mannschaft knapp vorne. Sie können durchaus zufrieden sein mit der heutigen Leistung. Noch ist es knapp, ein Tor Führung, aber man spürt, sie haben das immer mehr im Griff. Sie wollen heute den Sieg und das kann auch klappen, wenn sie denn nach der Pause so weiter. Jetzt Modric. Die Kroaten lassen den Ball gut laufen. Jetzt schießt er. Das ist der Ausgleich. Jetzt sind sie wieder voll. Kann man nur so dumm sein? Ja, Junge, und jetzt kriegen die wieder so einen scheiß Push und machen 50 Tore. Nein, in dieser scheiß letzten Minute. Bruder, warum komme ich denn da schon wieder nicht durch? Ja, Junge, er kriegt den Ball wieder. Also, das ist doch nicht normal. Ja, und jetzt machen sie dieses Tor noch. Wenn der jetzt pfeift, ne? Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Der Ball soll jetzt zu Musiala. Ja, komm, pfeif, du scheiß Schienze. Pfeif doch jetzt! Meine Fresse. Jetzt steht's auf einmal wieder 1-1, weil die immer in der letzten scheiß Kackminute ein Tor schießen. Oh! Boah, das hat ja jetzt gar nichts gebracht, Alter. Gut gemacht, gutes Technik. Mittelstädt. Junge, jedes Mal kriegen die diesen scheiß Kopfball nicht. Havertz. Er könnte die Führung erzielen. Er kann abwehren. Meine Fresse. Wir schauen nochmal auf das Tor und da sehen wir, na, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden. Aber so passiert es dann doch. Na. Weiter geht's. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Wird das seine Torchance? Aber dann verlieren sie den Ball. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Ja, aber er hat mich wieder weggekriegt, aber egal. Josip Stanisic. Gute Aktion. Ball weiter im Spiel. Einwurf für Kroatien. Kovacic. Sehr guter Einsatz. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Ey, jetzt kommen die wieder nach vorne. Es ergibt gar keinen Sinn. Warum kommen die denn am Ende immer nach vorne? Nein, Junge. Diesmal habe ich es geschafft. Ja, und das ist dann kein Foul oder was? Junge, da, nee. Also ganz ehrlich. Ja. Trotzdem, Junge, ich kriege nie den
Freistoß oder irgend sowas, Junge, der Scheiß. Nach diesem Treffer steht es zu 3-1. Kovacic. Da ist Modric. Luka Modric. Modric! Na ja, komm, gib mir die gelbe. Ja, ist auch dein Geld am Ende des Spiels für. Jetzt können sie vielleicht kontern. Das war ein Fehler. So. Er bleibt weiter am Ball. Ja, das war auch dumm. Kovacic. Hätte aber nirgendwo hinschießen können, weil niemand mitgelaufen ist. Ja, das könnte was werden jetzt. Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Schön. Das freut mich gar nicht. Niklas Füllkrug. Ey! Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Brozovic. Die Kroaten lassen den Ball gut laufen. Könnte was werden, Kramaric! Gar nichts wird das. In der letzten Minute erst. So wie jedes Mal im Spiel. Ballverlust bei der deutschen Mannschaft. Was ist jetzt schon wieder ein Foul? Ja, das war genau richtig. Naja, das war genau bezahlt. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Wirtz. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Okay, so, und jetzt mal das vierte Tor. Ja, jetzt hält er den Ball auf einmal. Also, das ist... Leute, egal. Ich raste jetzt nicht mehr aus. Ich spiele jetzt einfach nur dieses behinderte Spiel. Ja. Was sich FIFA nennt. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Schön den Ball abgenommen. Wirtz. Die Chance jetzt. Gute Parade. Na, kommt jetzt, macht noch euer Tor in der letzten Minute. Was ihr ja immer so gerne macht. Da hat er die Chance. Ja, der war zu hoch. Stern abgezogen aus der. Egal. Eine bessere Chance bekommst du nicht mehr. Egal, Junge. Tador schon wieder. Ah, gewonnen. Deutschland, Europameister 2024. Schlussbild, das war's. Und der Jubel bei den deutschen Fans erkennt nun keine Grenzen. Boah, anstrengend. Boah, ich bin froh, Chat. Ich sag's euch, ja, ich bin froh, dass ich jetzt diese EM hier durch habe. Mit diesem Spielwitz ausgelöst. Es ist eine Riesenleistung. Gratulation. So, Pokalübergabe. Die deutsche Mannschaft stellt sich auf. Solche Zeremonien haben wir schon erlebt, klar. Aber in der Außenseiterrolle bei einer EM zu triumphieren, das ist was Neues. Absolut. Und das siehst du ja auch an dieser Freude. Endlich mal wieder. Ich glaube, da lassen wir jetzt schlicht und ergreifend mal die Bilder sprechen. Endlich Obermeister geworden, ja.
den Pokal rüber zu den Fans und die haben hier bei dieser EM24. Das wären wir eigentlich auch in Real geworden. Das Spanien mit dem Handspiel. Ja. Das ist eine klasse Mannschaft, klasse Fans, passt alles zusammen. Wunderbare Euphorie. Das ist leider in jedem Spiel so. Ja. Okay, Spiel beenden, ja. Boah, Junge, ich bin echt froh, dass ich das durch habe. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein und euer erster Not. Ciao, ciao.